Hallo, heute stelle ich euch die App Toprix Drachenlauf vor. Kann kostenlos heruntergeladen werden. Das Ganze ist eine Art Tetris-Schiebepuzzle, in dem ihr diverse Motive puzzeln bzw. richtig hinschieben könnt. Hier seht ihr schon, das Ganze heißt Toprix Drachenlauf, sprich es gibt jedes Jahr im Siebengebirge einen Lauf, der stattfindet. Hierzu ist es mehr oder weniger eine App. Sehen hier den kleinen Drachen im Hintergrund und wenn wir es einfach mal auf Start tippen, kommen wir auch schon zu den einzelnen Leveln. Es geht hier los mit dem Demo-Level und ich kann dann nach und nach immer mehr Level freischalten. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Ich habe hier unten eine Legende, sprich was bedeutet was. Der Stern heißt, ich habe das freigeschaltet. Der Haken bedeutet, ich habe das Ganze gelöst. Kann mir auch alle anzeigen lassen, sprich mir werden dann auch die Level angezeigt, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Und kann dann auch hier einfach den Haken wieder entfernen und ausblenden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal im ersten Demo-Level an, damit ich euch das zeigen kann. Man geht hier mehr oder weniger die Route nach, die auch beim Drachenlauf gelaufen wird, sprich das Siebengebirge. Tipp jetzt einmal auf den Bildschirm, um zu beginnen. Und in diesem Fall geht es noch los mit dem Maskottchen, sprich ich werde das nachbauen. Die Blöcke schiebe ich ganz einfach hin und her, indem ich mit meinem Finger das Ganze hin und her schiebe. Mir werden dann am Anfang auch immer, beziehungsweise in diesem Demo-Level, Informationen eingeblendet, wie ich das Ganze richtig zu steuern habe, sprich der schwarze Rahmen signalisiert mir, dass das Ganze nach außen gehört. Und so habe ich zum Beispiel das erste Puzzle geschafft. Ist am Anfang, wie gesagt, ein Demo-Level, ist also noch ganz gut schaffbar. Bekomme in diesem Fall eine kleine Hilfe eingeblendet, tippe den Bildschirm an und komme dann gleich zum nächsten Punkt. Sehe hier gleich, wo sich der momentan befindet. Sehe, dass es sich um die Ruine der Burg Drachenfels handelt und wann die auch entstanden ist, in dem Fall 1900. Tipp hinauf, komme ich zum nächsten Schiebepuzzle. Man sieht schon, das Ganze sieht jetzt etwas komplizierter aus. Sprich, ich muss auch hier probieren, das Puzzle wieder so gut es geht richtig hinzupuzzeln. Ist also, denke ich, auf alle Fälle für so Puzzle-Fans oder Leute, die es allgemein gerne machen, eine richtig nette App. Macht mir auch eine Menge Spaß. Ich habe es schon hier ein bisschen rumgeknobelt und probiert. Der Schwierigkeitsgrad, was man sagen kann, steigt wirklich relativ schnell ganz schön an. Also es wird dann auch wirklich knackig. Man sieht schon hier selbst eins der anfänglichen Level, sprich in dem Fall das zweite Level, ist schon gar nicht mehr so leicht zu lösen. Und man muss sich doch wirklich richtig anstrengen, um das zu schaffen. Habe in dem Fall die Burg freigeschaltet und bekomme dann auch, was auch sehr schön ist, wenn ich möchte, kann ich mir direkt einen Wikipedia-Antrag einzeigen lassen. Sprich, wenn ich jetzt hier unten drauf tippe und mich parallel auch noch neben dem Spielen informieren will, werde ich direkt auf die Wikipedia-Webseite weitgeleitet und kann mir dann hier Informationen zur Burg Drachenfels einholen. Das finde ich wirklich sehr schön gemacht. Sprich, man verbindet hier zwei Sachen miteinander. Zum einen habe ich den Spielspaß, aber ich habe auch die Möglichkeit dabei noch was zu lernen. Sehe jetzt den nächsten Punkt, wo es weitergehen würde und tippe auch hier mal hinauf. Und sehe schon, jetzt habe ich das Ganze in Querformat. Sprich, ich kann dann mein Smartphone einfach drehen und habe dann die Möglichkeit, genauso die Gegenstände zu verschieben und so zu probieren, in diesem Fall die Rheinpromenade sichtbar zu machen. Die hier unten war schon richtig. Und wenn wir schauen, in diesem Fall das Wolkenstück muss dann wahrscheinlich ganz nach drüben. Ihr seht also wirklich, das ist auch schon nach kurzer Zeit wirklich anspruchsvoll. Ich schiebe dieses Mal noch her. Den Ehrgeiz haben wir jetzt, dass wir das Level auch noch schaffen. Tun das hier nach drüben. Und jetzt müssten wir es geschafft haben. Genau, so viel jetzt also zu der App Toprix Drachenlauf. Könnt ihr euch auf alle Fälle mal anschauen. Ist eine nette Puzzle-App. Kann kostenlos heruntergeladen werden. Einfach mal anschauen und ausprobieren.